Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Dirt 3. Jetzt hier schon im dritten Part. Und wir steigen direkt erstmal ein ins Auto natürlich. Wo geht's hin? Natürlich nach Finnland. Eine wunderschöne Rallye wartet auf uns. Und die eigentliche Frage, die sich natürlich hier stellt, ist unter anderem das hier, denn das kennen wir überhaupt nicht. Rallye S2000 oder 90er. Also ganz ehrlich, 2000er ist wahrscheinlich von Auto her geil, aber die 90er sind eigentlich so geiler. Deswegen kommen wir her, wir nehmen einfach mal die 90er. Der Ford Escort, der Lancia oder der Toyota. Ich gucke eigentlich immer so ein bisschen da unten auf den Zielbonus. Und wir kriegen mit dem Ford Escort einfach 300 Punkte für Zielbonus. Und ich glaube, er ist auch von der Leistung am besten. Von daher erübrigt sich die Frage, ich steige dem Team bei, was mir die meiste Kohle gibt. So, geil. Geil, Leute. Wie haben euch die ersten zwei Parts gefallen? Lasst es mal in den Comments stehen. Ja, mir macht das Spiel auf jeden Fall derzeit richtig, richtig Bock. Aber das war mir eigentlich schon klar, ne? Nach Dirt 2 war mir eigentlich schon bewusst, dass Dirt 3 einfach nur ein absolutes Brett sein wird. Und ja, ich bin vor allem dann natürlich auch, also ich bin schon mal gespannt. Ich bin natürlich immer gespannt auf Dirt Rally. Dirt Rally, also die PS4-Ableger dann. Aber das ist noch ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Okay, Finnland, wir kommen. Jawohl, er fällt erstmal über den Heulbein. Ist ja ziemlich abgespaced. Achso, wir wollten natürlich eins mal machen. Wir wollten den Schwierigkeitsgrad mal auf die 4 stellen. Ruhe. So, dritter Part, wir stellen es auf 4. Wir sind damit eigentlich über die Hälfte drüber, über den Zenit. Jetzt wird's hart. Höchstwahrscheinlich werde ich jetzt auch mal auf den Sack kriegen. Okay. Nein, wir gehen nicht davon aus, dass ich auf den Sack kriege. Wir gehen davon aus, dass ich gut bin. So, aber dafür brauche ich... Oh, stockender Start. Wir versuchen es mal in der Perspektive, weil ich die absolut genial finde. Könnte natürlich gefährlich werden. So. Was denn? Jetzt stöhn doch nicht gleich direkt am Anfang. Mittel... Ja, ich weiß. Es war nicht geplant, dass ich da anecke. Es war doch nicht so geplant. Jawohl, mach den Scheibenwischer an. Schönes Wetter, wir machen den Scheibenwischer an. Also ganz ehrlich, das Rennfeeling haben die so geil eingefangen. So, da hinten sehen wir so eine leichte... Okay, jetzt so ein kleiner Zitterer hier. Anschneiden, Feuer und geradeaus. So, scharfe Kurve nach links, abbremsen, rum die Bude und Feuer. Ah, oh Gott, ey, man sieht natürlich auch nicht, welcher Platz man gerade ist von der Zeit her. So, ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt hier schlagen werde. Ein Schwierigkeitsgrad höher, wissen wir ja noch aus Dirt 2, ist meistens schon der Untergang, ne? Sehr gut. Naja, vielleicht ein bisschen zu lahm hier mit 80 km/h durch die 90 Grad Kurve gedonnert. So, aber wir sind gleich im Ziel und dann werden wir unser Resultat sehen. Mal schauen. Über Ziel. Okay, jetzt komm. Dritter Platz. Alter Latz. Dritter Platz. Du kannst das Rennvideo auf YouTube hochladen, wenn du es für gut genug hältst. Wenn du es für gut genug hältst. Das ist schon so, ist eigentlich schon mit der blanken Hand einmal so... Na, hältst du es wirklich für gut genug? Ja, von der Zeit her, dritter Platz eigentlich ganz geil. Wir hätten 2 Sekunden besser sein müssen. Und 2 Sekunden ist in der Rallye-Welt ja bekanntlich sehr, sehr viel. Aber das war genau so, habe ich mir das vorgestellt, ne? Schwierigkeitsgrad 3, zu einfach. Du bist 7 Sekunden vorher im Ziel. Kannst noch ein Eis holen, kannst dir noch einen Kaffee machen. Und dann kommen die anderen erst. Jetzt machst du einen kleinen Schwierigkeitsgrad mehr. Und kriegst wieder voll auf den Sack. Ich meine, voll auf den Sack war es jetzt nicht. Wir sind Dritter. Das ist eigentlich schon geil. Das ist das Minimalziel, was ich mir eigentlich immer setze. Das ist eigentlich erreicht. Aber trotzdem, ne? Das ist einfach wieder... Sie lernen nicht aus dem Schwierigkeitsgrad. Wie kann ich bei dem einen Rennen 7 Sekunden vorne sein? Vor dem zweiten. Und jetzt bin ich Dritter. Was ist mit den anderen 10 Sekunden, die da latent sind? Da muss doch noch irgendwie ein Schwierigkeitsgrad versteckt sein. Den ich nicht freigeschaltet habe. Den Schwierigkeitsgrad 3,5. Okay. Egal.
Wir versuchen jetzt einfach noch das Beste auszuholen. Eigentlich hätte ich mir natürlich jetzt die Namen mal merken können, die jetzt vor mir sind, denn die müssen jetzt definitiv eine schlechtere Zeit haben als ich. Go! Okay, schon mal keinen stockenden Start. Es ist schon mal alles gut. So, ich habe natürlich nicht aufgepasst. Kennen wir die Strecke? Ist das die Strecke, die wir eben gefahren sind, nur andersrum? Oder ist das komplett neu? Und was mache ich hier überhaupt? Und wer hat meine Sitzheizung angemacht? Alter, da labert er mir wieder ein Kotelett ans Ohr, da rechts neben mir. Und macht mir heimlich die Sitzheizung an. Das kann man leiden, ne? Und auch mal die zweite Stufe, nicht mal die erste, wo du denkst, boah, mir ist so langsam warm, sondern gleich das, wo du so einen schwitzigen Arsch kriegst. So. Ich glaube, das war nicht die Ideallinie, aber irgendwie kam ich dann doch relativ gut durch. Und ich finde, wir legen eine ganz gute Zeit hin. Jawohl, ja. 2 Sekunden vorne. Was natürlich immer ganz geil ist, wenn man halt nicht als erster startet. Genau. Da hat man ein großes Ziel. Den da vorne einzuholen. Und wenn man den da schon sieht, wenn der Abstand sich langsam minimiert, dann weiß man, man macht eigentlich gerade alles richtig, ne? So, Freund Blase. Du kannst gut fahren, aber du kannst nicht wie Fanfare Franz einfach das Ding runterrocken. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an dem Lackaffen hier vorbei? Ulla, die Waldfee! Das war eine geile Nummer. Und zack, Alter, überholt! Fanfare Franz holt sich den ersten Platz wieder. Aber was für ein Ding. Gleich 4 Sekunden? Ich weiß nicht, geil, ist, eigentlich nicht, eigentlich nur 3, aber geil. Und es reicht für die Gesamtwertung den ersten Platz. So muss das sein. Und darauf kann ich mir jetzt erstmal meinen schönen, selbst kreierten Cocktail. Und wisst ihr, warum der Cocktail heißt? Es ist Eigenurin. Eine gute Mische. Soll gesund sein. Ich weiß zwar nicht wieso, ergibt eigentlich keinen Sinn, weil der Körper will es ja loswerden. Warum sollte ich es dann wieder trinken? Aber okay. Ich meine, man kann ja auch so ein bisschen Eigenurin mischen. Man macht da einfach, kennt ihr dieses Klick-Brausepulver? Wenn man das da reinmacht, ein bisschen umrührt, ich glaube, da schmeckt das gar nicht so schlecht. Probiert's mal aus und beim nächsten Part schreibt da mal drunter, wie es ist. Oder ihr schreibt es unter dem Part. Ihr probiert es jetzt gleich aus, während ihr guckt. Das ist doch ein guter Deal. Okay, nächstes Rennen. Drift Showcase in Michigan. Keine Ahnung. Gedriftet sind wir, glaube ich, bei Dirt noch gar nicht. Dies ist eine Drift-Demo. Rase die Strecke entlang, wende an der Markierung und fahr zurück. Dabei musst du driften, so viel du kannst. Deine Fans schauen dir zu, also biete ihnen eine spektakuläre Show. Okay, bla bla bla, rase die Strecke runter, genau das, was er eben erzählt hat. Strecke runterrasen, 180 Grad rum und den ganzen Weg wieder zurück. Klingt easy. War das nicht auch im... Wo war denn das hier bei Fast and Furious 2? Wo sie die Karren von den beiden haben wollen und dann machen sie auch so ein Rennen, wo sie einfach nur die Strecke runterbrettern. Und wollen diese Muscle Cars haben. Dann brettern sie hinten 180 Grad rum. Ich glaube, da war das, ne? So, in Michigan, wir überspringen das, denn wir wollen natürlich jetzt hier fahren. Okay, let's go. Was haben wir denn für eine Karre überhaupt? Sieht auf jeden Fall ganz geil aus, ne? 5000 Punkte, um Ziel zu erfüllen. Klar, locker. Alter Latz. Muss ich jetzt eigentlich schon driften? Oder erst hinten? Okay, ich muss jetzt schon driften. Das hat mir aber keiner gesagt. Hat gesagt, da hinten soll ich driften. Das ist doch völlig easy. Warte mal, mach lieber mal die. Wow, Lidi, holalala. Okay. Also, es ist nicht so einfach, das Driften hier, aber es ist schon mal nicht so schwer wie in Need for Speed Shift. Das war ja die absolute Hölle. What? Das ist ein Megadrift. Okay, das können wir gleich nochmal machen, ne? Das war nix. Ich habe aber auch nicht ganz begriffen. Was hab ich denn da hinten für einen komischen... Warum dreht sich da was? Warum habe ich da so einen Rotor drin? Ich dachte, er hat ja halt gesagt, ich muss dahin rasen, ne? Dahin rasen
und dann da hinten driften. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich hier driften muss. Ich meine, so ein bisschen kommunikative Probleme hat der, oder? Aber definitiv. Ja, so richtig gut driften tue ich nicht. Oh, komm! Genau mit der Nasenspitze dran. Okay, wir haben hier wenigstens Bombs, aber. Wenigstens Bombs. Geil, festgefranst. Aber da ist noch nichts verloren. Oh Gott. Ey, das Driften ist nicht so easy. Ah, ja, okay. Jetzt habe ich langsam das Feeling drin. Ah, komm. Oh, nein. Kann mir bitte wer helfen? Mama, kannst du mich abholen? Ich habe Scheiße gebaut. Wagen zurücksetzen. Naja, komm, Silber. Was? Silber. Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich jetzt hier rausgeworfen werde. Eine Silbermedaille. Es gibt aber noch Platin und Gold, ne? Also eigentlich ist es nur der dritte Platz. Aber okay, weiter. Ist ganz geil. Das Driften ist nicht so easy, aber, ja wie gesagt, wesentlich einfacher als bei Need for Speed Shift und Shift 2. Obwohl, sind wir in Shift 2 überhaupt mal gedriftet? Ich habe das Gefühl, ich bin da einmal gedriftet und dann nie wieder. Ich vermute mal, weil die selber wussten, die Engine ist nicht so die stärkste dafür. Okay, war schon mal eine geile Runde. Komm hier, ich will nochmal driften. Lass mich nochmal driften. Das war geil. Das war's schon. Okay. Ja, Rallycross. Direkt rein in die gute Stufe. 4 Runden dürfen wir fahren. Wen nehmen wir denn? Den Mitsubishi Lancer, der war ganz geil. Der Peugeot ist ganz geil. Oder den, ach komm, kennen wir den hier schon, den Peugeot? Den Peugeot 207 sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Wir probieren alles mal aus. Direkt am Anfang ist eigentlich gut, erstmal alles auszuprobieren. Denn wenn ich zum Schluss wieder alles ausprobiere, ist Hopfen und Malz verloren. Aber der Schwierigkeitsgrad ist jetzt schon ganz angenehm, ne? Er ist ganz angenehm. Gerade auch beim Driften. Ich vermute mal, hätte ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergesetzt, hätte man wahrscheinlich schon Gold oder so erreicht, oder? Ich gebe dir noch einen Rat. Obwohl, pfeif drauf. Du bist ein Rallycross-Star. So ist es. Schnauze halten, rein in die Karre und dann kann der Spaß beginnen. Oh ja. Yeah. Die Ruhe vor dem Sturm? Let's go. 350 zusätzliche Rufpunkte. Damit wir mit dieser geilen Karre als Erster durchs Ziel brettern. So, wem darf ich einer mit der nackten Hand auf den Arsch batschen? Die Strecke kennen wir doch schon. Oh. Ey, wer kann denn ahnen, dass da eine Kurve kommt? Ja, keine Ahnung, oder? Kann ihm wirklich keine Ahnung. Aber okay. Ey, was ist denn hier los? Wollt ihr mir... Ich kann nicht lenken, ohne Mist. Sobald ich nur ein Hauch lenke, bricht die Karre um hier. Alter, das gibt's gar nicht. Das ist doch jetzt auch keine schwierige Kurve, oder was? Das ist eine langgezogene Rechtskurve. Also, was ist denn... Deswegen kriege ich wahrscheinlich so viele Punkte, weil keiner mit der Karre fahren will. Jetzt. Keine Ahnung. Ich beruhige mich. Ich fokussiere mich auf mein Ziel. Mein Ziel ist der erste Platz. Meine Güte. Boah, also die Karre, ganz ehrlich, nehme ich nicht nochmal. Die ist nicht geil. Ist echt nicht geil. So, der Guscha ist am Start, schreibt er mir gerade. Wir werden uns nämlich gleich wieder in die Schlacht gegen den Predator in Predator Hunting Grounds stürzen. Ich hoffe, der hat es schon geupdatet. Und entgegen vieler Meinung, Alter, oh, so ein alter Halunke. Wie kann ich nochmal zurückspulen? Finde ich Predator Hunting Ground nämlich ein richtig geiles Spiel. So, ich muss jetzt
versuchen, diesem einen Unfall dort zu entweichen. Ja, durch meinen Zurückspuler hat er es auch geschafft. Alter, diese Kurve! Was ist denn? Ich verstehe es nicht! Ich lenke ganz leicht rein, ganz gerade, und auf einmal, zack, haut's mir mein Hintern raus. Ey, das ist doch zum Mäusemelken, was ist denn das? Da muss man wirklich gerade reinfahren, aber ich verstehe nicht ganz die Physik dahinter. Ich raff es nicht, da ist doch jetzt auch kein nasser Boden oder sowas, oder? Übersehe ich da irgendwas? Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz geil, dass die jetzt hier so ein bisschen aggressiver fahren, die Jungs und Mädels. Der Mohammed Ben Sulaiman, ey, den kennen wir noch, den kennen wir noch. Der ist noch aus Dirt 2 mitgekommen. Der hat sich auch qualifiziert. Mit uns zusammen. So. Wann kommt? Direkt hinterm Ziel kommt die schlimme... Ach, komm her. Dann eck mal halt an. So. Jetzt geradeaus und da hinten... Hör auf, Sulaiman. Du weißt. Oh, nicht in der Kurve, Mann. Nicht in der... Nein. Sulaiman. Hey, Yakaua, Sulaiman. Ist er gar nicht. Das ist Jamie oder Rolando oder... Liam. Irgendwer, aber auf jeden Fall nicht der Sulaiman. Ja, oh, ich liebe es wieder. Ich muss einfach mich wieder dran gewöhnen, dass man so ein bisschen fraktioniert mit dem Gas spielt. Dann kommt man hier auch gut rum. Ich darf nicht mehr Vollstoff geben. Full Speed or No Speed ist vielleicht in dem Let's Play jetzt nicht ganz so angesagt. Ja, ja, das war vorhersehbar. Ja, guck mal. Bisschen lüften. Muss auch mal sein. So. Jetzt dann von außen nach innen durchrollen, nicht zu viel Gas geben. Da, jetzt haben wir es raus. Van Vleuten Frans, zurück zu seinen großen Stärken. Alter, guck dich den Staub an. Hammer. So. Abbremsen. Boah, mit der Karre darfst du echt nicht zu viel bremsen. Oder zu abrupt bremsen. Es bricht dir wirklich der Arsch raus. So, die Kurve ist gefährlich. Schön driften und Vollstoff. Jawohl, ja. Und jetzt die letzte Kurve und da müsste schon das Ziel kommen. Und Van Vleuten Frans hat einfach die Nase vorn. Das war die Scheißkurve, ich erinnere mich. Und sie sollte scheiße bleiben, auch in der letzten Runde. Okay, aber es hat für den ersten Platz gereicht. Alter, wunderschön. Guck mal hier, extra fürs Bild habe ich die Tür abmontiert. Aber eine knappe Kiste. Liam Duran oder Liam Duran oder... Wie auch immer. Wie auch immer. War knapp an uns dran. Ziemlich, ziemlich knapp. Liam. Liam. Weiß nicht. So. Wir kriegen ein paar schöne Pünktchen. Und steigen im Fahrerlevel. Auf. Oh, was ist das? Was Neues? Oh. Da hat doch wieder jemand Interesse an mir. Mal wieder wer Interesse an mir. Ja, so ist es. Red Bull, geil. In diesem Team will ich fahren. Oft gehasst. Von mir nicht, denn die machen ganz geile Videos. Gerade im Mountainbike-Bereich. Hey, Bleifuß. Mag ich. Ich habe die Bosse über deine Fortschritte informiert. Sie sind so begeistert, dass sie dich nach London auf die DC Gymkhana Akademie in Battersea schicken möchten. Geil! Du wirst es lieben! Meistere Gymkhana und deinem Ruhm sind keine Grenzen mehr gesetzt. Und sie sollen eine echte Legende als Trainer verpflichtet haben. Ob du mir ein Autogramm besorgen kannst? Keine Ahnung, weil ich noch nicht hingehe. Ich möchte nämlich... Das hier oben haben wir noch gar nicht gemacht. Ey, ich bin nicht einfach so gut, dass ich hier schon alles freigeschaltet habe. Das kann nicht sein. Vor allem wollen wir erstmal das hier hinten machen. Ach nee, das muss ich kaufen. Das geht gar nicht. Kaufen ist natürlich... Ich habe doch schon so viel Geld für dieses Spiel ausgegeben. 85 Cent, glaube ich. Okay, wir gucken in die nächste. Rockstar Energy. Ja, wir fangen natürlich wieder vorne an, würde ich einfach mal sagen. Smelter Land Rush. 4 Runden. Let's go. Wen nehmen wir denn? Stadium Truck oder Stadium Truck oder Stadium Truck. Ja, keine Ahnung. Wir nehmen wieder den, wo man den höchsten Zielbonus kriegt, oder? Da kann man aber auch den Wagen wechseln. Den Wagen anzeigen. Na dann, zeig doch mal an.
Was haben wir denn da? Der Land Rush Stadium Truck wurde für die Dirt Land Rush Serie gebaut und hat einen starken Motor, der in einem maßgeschneiderten Rohrrahmenchassis sitzt. Okay, ja, geil. Nehmer. Nehmer, auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Geil. Also, ich möchte jetzt eigentlich wieder ein Schneerennen machen. Land Rush mit so einem geilen Geschoss hier. Schneerennen, definitiv. Oh, guck dich das an. Geil. Überall eine Dose. Ey, was willst du? Ich kann dir alles drauf lackieren. Was willst du auf deinem fetten Truck haben? Eine Dose. Ich hab das Auto entsprechend abgestimmt, aber es steht Wasser auf der Strecke und die Sicht ist mies. Bremst die Kurven früh genug an, bis du dich... Okay. Land Rush, es schüttet wie aus Eimern. Es geht los. Okay, wollen wir wieder die Cockpit-Sicht nehmen, oder? Also eigentlich mal wieder, zack. Oh ja. Yeah. Oh ja. Spürt ihr das? Spürt ihr den Dreck? Oh, jetzt geht's los. Ist das geil, der Sound wieder auch so abgedämpft ist, ne? Richtig gut. Und ich vermute mal, wir haben keine Frontscheibe drin. Denn der Regen, der perlt nicht so ab. Ja, ja. Und der hat auch keine Scheibenwischer. Also von daher, das ist wahrscheinlich eher das Indiz. Oh, geil. Schön aufgebockt. Und überschlägt er sich? Nee. Hehehe. Okay, Kollege. Der da rechts. Oh, schön. Ich finde das so geil, dieses haptische Feedback hier schon. Das wird ja gerade wieder so bei der PS5, ne? Im Vordergrund gestellt. Aber alleine hier, diese Rumble-Funktion, wenn du über Schotter fährst oder über so vibrierenden Boden, wie geil einfach der Controller das übersetzt. Richtig gut. Also eigentlich hat sich die ganze Computerspielbranche so rein spieltechnisch vom Fortschritt her seit der PS3-Ära nicht weiter bewegt. Muss man sagen. Grafisch minimal. Spielerisch finde ich viele Titel heutzutage, die einfach nur nach hinten losgegangen sind. Die Menüs heutzutage schon. Du weißt gar nicht mehr, wo du Spielstart drücken kannst. Du musst erstmal ganz viel Rotz wegklicken, irgendwelche Lootboxen, irgendwelche zusätzlichen Punkte, die du in andere Punkte umsetzen kannst, damit du dir das, die erworbenen Punkte noch andere Punkte kaufen musst. Leute, mach das weg. Mach das weg. Will ich nicht. Ich will sowas hier. Ich will den puren Spaß. Scheiße, was mache ich hier? Ich komme aber auch nicht an ihm vorbei, ne? Das ist schwierig gegen ihn. Wir battlen uns ganz gut. So. Vierte Runde, jetzt müssen wir aber langsam mal was zeigen. Komm, Handbremse mal kurz anziehen und dann rum im Ärschchen. So, da hinten müsste das Ziel gleich kommen. Jawohl, ja. Und durch. Zack, Mann. Okay, ich nehme alles zurück. Er hat Flammen vorne drauf. Das ist geil. Der Starter scheint dich motiviert zu haben. Ja. Da verzeihe ich sogar eine Dose. Eine Dose rechts und links drauf gemalt. Ich meine, wer eine Flamme vorne drauf hat, der hat einfach gewonnen. Das ist einfach Renngesetz. So. Ich habe irgendein Haar hier an der Nase. Ist es von hier so? Also ich popel nicht. Ab und zu auch. Aber. Jawohl, jawohl. Oh. Das ist halt krass. Das ist halt auch einfach, ne? Das ist richtig geil hier. Hier regnet es Punkte, hier regnet es Erfolg. Das ist Fun für de Franz. Das ist mein Kanal. Das ist die. Es ist der Erfolg. Eine Geschichte des Erfolgs. Okay. Ja, Leute. DC lässt ein neues Event steigen. Und du sollst dabei sein, Superstar. Was meinst du? Oh, ein Drift-Event. Geil. Hier haben wir noch irgendwas. Land Rush Rally. Und Land Rush. Ach nee, das haben wir gerade gemacht. Ja, von daher werden jetzt erstmal die nächsten Rennen bekannte Rennen sein mit Rally und Land Rush und dann kommt wieder ein Drift-Event. Aber ich habe schon mal im Internet geguckt, es gibt noch ein paar Events, die wir so noch gar nicht kennen. Das heißt, wir werden immer weiter darauf hingerichtet, ja, zu üben. Wir müssen natürlich erstmal Pro werden, bevor wir Pro sind. Ne? Hört ja dazu. Muss erstmal was werden. Von daher soll das heute erstmal der Part gewesen sein von Dirt 3.
Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und lasst einen Kommentar und seid beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder dabei. Euer Fanförde Franz. Warte, wo ist die Taste? Ciao.